Apex Legends ist ein Battle Royale Spin-Off zur Titanfall-Reihe, aber ganz ohne die namensgebenden Titans. Das wirkte zum ersten Moment vielleicht ein bisschen hirnrissig, dass man die weggelassen hat. Mein Kollege Dimmi hat das aber schon vor Ort mit den Entwicklern gespielt und mit denen gequatscht und vielleicht kann er etwas Licht ins Dunkel bringen, wie es dazu gekommen ist. Grüß dich, Dimmi. Hi. Gleich mal zur Einordnung. Also das ist ein Spiel, das im Titanfall-Universum spielt, hat halt Titanfall nicht im Namen, aber es spielt nicht zur gleichen Zeit. Oder wie funktioniert das? Also das spielt ein paar Jahrzehnte nach der Kampagne von Titanfall 2. Und es hat eben auch so ein paar Referenzen, also zum Beispiel diese Dinos im Hintergrund, die man irgendwo sehen kann, die gab es auch schon in Titanfall 1. Und dieser Apex-Name, das ist ja der Name von so einem Söldner-Squad aus den Titanfall-Spielen. Mhm. Also da setzt sich das schon durchaus fort, aber die Entwickler haben eben gesagt, sie wollen da eine neue Perspektive auf ihr bekanntes Universum bringen, eben auch ohne die Piloten, ohne die Titans. Und sie haben auch vor, das Ganze mit so, ähnlich wie bei Overwatch, mit so Begleitmaterialien auszubauen. Im Moment ist da noch nicht viel drin, aber ja, es spielt theoretisch im gleichen Universum. Aber haben die das von Anfang an so als Zielsetzung genommen oder gab es mal eine Version von Apex Legends, wo die auch versucht hatten, die Titans da noch zu integrieren? Es gab ursprünglich Titans, das haben sie mir gesagt. Ich war da auch ganz verwundert. Also Respawn sagt, tatsächlich entstand das Spiel, weil sie nach Titanfall 2 alle im PUBG-Fieber waren und dann so ein bisschen rumexperimentiert haben, so einen Prototypen gebaut haben. Wenn wir einfach mal Titanfall nehmen und es mal in so ein Battle-Royale-System klatschen, was kommt dann dabei raus? Und dieser Prototyp hat viel Spaß gemacht, aber dann beginnt natürlich erst der eigentliche Entwicklungsprozess, nachdem du so einen Prototypen gepitcht hast. Und in der ursprünglichen Version war natürlich der Hook, wir bringen die Titans da rein, weil das ist unser Markenzeichen. Nur haben sie gemerkt, dass das vom Balancing absolut nicht hinhaut, egal was sie probieren. Und irgendwo ergibt das auch Sinn, weil wer mal Titanfall 2 gespielt hat, so ein Attrition-Match gespielt hat, die Titans sind per Definition imbalanced. Das sind einfach, wenig überraschend, Kolosse. Und wenn man gegen so einen Titan mal gespielt hat, das haben sie mir auch so gesagt, der schießt dich halt mit einem Schuss weg, wenn du nicht auch in einem Titan sitzt. Also ein gegnerischer Titan, der holst da alles weg. Und das ist kein Problem in einem Spiel, in einem Deathmatch-Spiel, wo du sowieso in 8 Sekunden wieder respawnst und dann kann man auch mehr so waghalsige Sachen machen. Mhm. In einem Battle Royale, wo du dann im Prinzip vielleicht 10 Minuten vorher Loot gesammelt hast und dann vom erstbesten Titan auf 30 Meter Entfernung weggeschossen wirst und dein ganzes Team durch den Splash-Damage, das ist halt schlecht. Und sie haben alles Mögliche rumprobiert, aber du darfst die Titans ja auch nicht zu schwach machen und das hat einfach nicht funktioniert und dann haben sie rausgenommen. Jetzt haben wir hier im Hintergrund schon ein wehmütiges Bild, also der Titan ist quasi nicht da, wer aber momentan in Apex Legends ja auch nicht da ist, ist ja der Pilot. Also das ist ja auch in Titanfall eine Besonderheit, die haben diese abgefahrenen Wallrun und Akrobatik-Moves, gibt es in Teilen, also dieses Rutschen ist ja noch drin, aber eben vieles davon ist nicht mehr drin. Denkst du denn, dass zumindest die Piloten in Apex Legends nochmal nachkommen könnten? Also auch da haben sie eben gesagt, natürlich war das Parkour-Zeugs am Anfang auch mit drin in Apex. Ja, das ist ja das zweite große Ding von ihnen, genau wie du gesagt hast. Aber auch das hat keinen Spaß gemacht, weil es ist zwar ziemlich launig, wenn man selbst derjenige ist, der einen Wallrun macht und dann unten jemanden wegschießt, aber es macht wenig Spaß, von jemandem erschossen zu werden. Und auch da wieder, wenn du 10 Minuten Loot sammelst und dann läuft irgendwo in so einer Town irgendwer über dich, den du nicht siehst und der schießt dich mit einem Schuss weg, haben sie zumindest die Erfahrung gemacht, dass das eher frustrierend ist und dass es auch so ein bisschen der Idee zuwiderläuft, dass sie ein sehr balanciertes Spiel machen wollen, das auch eher so einen Competitive-Anspruch hat. Sie sagen ja, das soll das anspruchsvollste Battle Royale werden in Sachen Teamplay und da sind halt solche fancy Moves, haben nicht reingepasst. Es gibt ja den einen Operator, diesen Roboter, der ja diese Zipline schießen kann als Fähigkeit von Titanfall. Also das haben sie noch drin. Aber diese ganzen Wallruns, Moves und so weiter, die werden wahrscheinlich erstmal nicht kommen. Es kann halt sein, dass einzelne Aspekte der Piloten vielleicht mit neuen Helden noch mal eingeführt werden, aber wahrscheinlich nicht das komplette Paket. Das ist wahrscheinlich sonst zu krass, wenn einer das alles vereint. Ja. Okay, also die Piloten vermutlich nicht. Und das haben wir auch schon festgehalten, dass die Titans im normalen Spiel halt auch keine Laune machen würden. Aber denkst du denn, die könnten noch mal zurückkommen in so einer Art anderem Spielmodus, dass vielleicht einer nur einen Titan hat? Das kann ich mir schon vorstellen. Also sie haben sich ja noch nicht konkret geäußert, wie genau ihr DLC-Plan aussieht. Also, es gibt schon eine Roadmap. Wir wissen, es kommen neue Helden, neue Waffen, neuer Loot, neue Skins und so weiter. Aber sie haben sich noch nicht darüber geäußert, ob sie das Ganze wie Fortnite handhaben. Das heißt, eine Map immer weiterentwickeln mit so saisonalen Sachen. Oder ob sie, wie bei PUBG, mal eine neue Map machen. Und ich habe sie auch gezielt nach solchen Event-Modi gefragt, wie es ja auch in PUBG gibt.
da ist halt immer die Antwort so, ja, nö, wir haben da schon viele Pläne, das könnte schon gut sein. Und also ich kann es mir gut vorstellen, gerade aus Fanservice-Gründen, dass sie sagen, ey, wir machen einen Modus, wo es halt einen Titan gibt, weil da spielt es ja auch keine Rolle. Da kannst du auch einen Modus machen, wo jeder eine Schrotflinte hat oder so. Da ist Balancing nicht so wichtig. Ja. Das ist halt dann auch ein Spaßmodus. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das technische Framework ist ja da. Und das halte ich zumindest für zu hoffen. Jetzt gibt es ja schon ein paar Titanfall-Fans, die nicht so glücklich darüber sind, dass das jetzt ein kompetitives Battle-Royale-Spiel ist, die vielleicht die Kampagne von Titanfall auch cool fanden und oder das auch blöd finden, dass man dann, wenn man raus ist, sofort wieder eine neue Runde spielen muss. Was kann man denn denen sagen? Gibt es denn dann noch Anhaltspunkte, dass es mehr Titanfall-Spiele in Zukunft geben wird? Oder ist Titanfall Geschichte und jetzt kommt nur noch alles über Apex Legends? Ja, es gab ja so ein paar Blicke hinter die Kulissen, unter anderem auch, dass eben Apex auch irgendwo entstanden ist aus Versatzstücken eines ursprünglich geplanten Titanfall 3. Also das war ja dann eher das, wo alle gesagt haben, boah, Apex ist jetzt das, was ich statt Titanfall 3 bekomme. Aber sie haben jetzt eben auch, EA hat in so einem Conference Call bestätigt, dass dieses Jahr noch irgendein Premium-Gaming-Produkt zu Titanfall geplant ist. Ja, also das klingt zumindest nach einem richtigen Titanfall-Spiel-Ableger. Ob das jetzt ein Titanfall 3 ist oder wieder irgendeine Form von Spin-Off, aber irgendwas Titanfall-mäßiges wird noch kommen. Ich denke halt, letztlich wird der Erfolg von Apex entscheiden, ob diese Markenstärke von Titanfall wieder wächst. Weil man darf, also jetzt wird Titanfall gehandhabt als der Heiland unter den Shootern. Und das hat diese fantastische Kampagne. Und es hat einen tollen Multiplayer. Nur gekauft hat halt damals keiner. Damals haben sie alle Battlefield gekauft. Das war auch ein Vermarktungsding. Aber ich finde, auch die Spieler machen es sich dann ein bisschen leicht zu sagen, ja, warum machen die kein Titanfall? Ja, weil ihr es nicht gekauft habt, ja. Und wenn Apex jetzt total anzieht, dann, glaube ich, ist es zumindest realistischer, dass Titanfall als Universum, als IP eine Zukunft hat. Aber ja, das hängt eben jetzt davon ab, wie Apex läuft. Der Anfang ist schon mal gemacht. Das ist Apex Legends läuft sehr, sehr gut jetzt an. Ich weiß gar nicht, was die letzte Meldung war. Also über 1 Million Spieler nach 8 Stunden oder über 2 Millionen Spieler sind das sie schon. Das ist schon krass, also, ja. Über 600.000, glaube ich, gleichzeitig aktive Spieler haben sie jetzt vermeldet, über die Plattform hinweg. Der Anfang ist also gemacht. Das heißt, möglicherweise gibt es dann auch mehr Titanfall. Danke, Demi, für deine Eindrücke. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.